Es ist wirklich eine Freude, wieder zu Ihnen sprechen zu können. Für mich hat es den Anschein einer kleinen Pause, weil ich in Übersee war, auf Missionsreisen. Wie viele von Ihnen wissen, war ich in Zentralasien und es ist ziemlich phänomenal, was Gott dort tut. Und ich habe immer noch sehr viele Aktivitäten geplant momentan. Es scheint fast so zu sein, als wenn ich versuche aufzuholen, was ich alles früher nicht geschafft habe. Aber preis sei dem Herrn, wir können das schaffen. Während ich jetzt zu Ihnen spreche, in diesem Augenblick, hier in England sind wir in der glücklichen Situation, dass die meisten Covid-Beschränkungen aufgehoben worden sind. Und das gibt uns wesentlich mehr Freiheit. Ich möchte jedenfalls heute über ein etwas anderes Thema zu Ihnen sprechen, als ich es normalerweise tue. Ich möchte bekennen, als ich in der Schrift suchte, um etwas zu finden, mit dem ich Sie ermutigen könnte, bin ich auf etwas gestoßen, was zwar ziemlich klar ist in der Schrift, so hat es mich doch etwas überrascht. Also, es geht los. Ich schaue mir die Situation an, denn ich habe mich ja schon mit Mose beschäftigt und habe sehr viel über Mose gelesen, weil Mose mich sehr interessiert, die Art und Weise, wie Gott in seinem Leben verfahren ist. Keine Frage, dass er erwählt wurde und von Geburt an schon gesalbt wurde. Ein bedeutender Leiter zu sein, sein Überleben war ja schon ein großes Wunder, wie er dort im Schilfrohr überlebte. Und die Art und Weise, wie er später adoptiert wurde von der Tochter des Pharao und dann kurz darauf, dass es der Schwester von Mose gelang, die Tochter des Pharao zu überzeugen, dass die Mutter von Mose dazu verwendet werden würde, ihn aufzuziehen. Das waren wirklich ganz besondere Umstände. Wir kennen die Geschichte von Mose. Aber ich bin immer sehr beeindruckt von 5. Mose 4 und ich predige oft darüber, was Mose als das größte Wunder, das jemals auf der Erde geschehen ist, darstellt. Und das war die Durchquerung des Roten Meeres. Und er macht das sehr deutlich, dass es kein größeres Wunder gegeben hat, vom Anfang der Zeit bis damals, und dass nirgendwo auf der Welt etwas so Großartiges geschehen ist. Also habe ich dann weitergelesen von Mose und habe Josua gelesen. Und natürlich kennen wir die Geschichte von Josua, insbesondere Kapitel 1, und ich habe das Buch Josua vor mir aufgeschlagen. Und ich empfehle Ihnen sehr und ermutige Sie, das ganze Buch Josua zu lesen. Und das hat mich immer sehr bewegt, was in Kapitel 1 steht, wo Gott zu Josua redet nach dem Tod von Mose und wo er in Kapitel 1, Vers 5 sagt: Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und wissen Sie, das ermutigt mich sehr, weil ich glaube, wenn Gott das zu Josua sagen konnte, wie er es zu Mose sagte, glaube ich, dass wir uns ermutigen und stärken lassen können durch das, was Gott hier sagte. Ich will mit dir sein, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Trotz aller Schwierigkeiten in unserem Leben und obwohl wir vielleicht Fehler machen, und ich bin mir sehr bewusst, dass ich Fehler gemacht habe, dennoch war Gott immer mit mir und er hat mich nie aufgegeben. Aber dann schaue ich weiter, denn es geht weiter von diesem Punkt, dass Erste, was Josua tun muss, er muss jetzt die Kinder Israels aus der Wüste hineinbringen in das Land und das verheißene Land einnehmen. Also, worum es sich hier handelt, so sehe ich das jedenfalls, ich sehe dort
Eine Parallele, was die Absicht des Lebens von Mose angeht, was war, die Kinder Israels aus der Gebundenheit und der Sklaverei Ägyptens herauszuführen, und offensichtlich zusammen mit Ihnen habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, mir das genau anzuschauen, und wie auch ein Teil davon dieses Wunder war, nämlich die Durchquerung des Roten Meeres, wie ich bereits angemerkt habe. Was Mose anbetrifft, wenn man zurückschaut, war das, was er sagte, das war das größte Wunder, was bis zur damaligen Zeit überhaupt gesehen worden ist. Hier verheißt Josua, dass er mit ihm sein wird, mit Josua sein wird. Und Josuas jetzige Aufgabe ist, und erinnern Sie sich daran, Josua hat eine besondere Position, weil er einer von nur zwei der 12 Kundschafter war, die dieses Land in ihrem Bericht positiv beurteilt hatten. Wir wissen, als die 12 Kundschafter in das Land zogen, um das Land auszukundschaften und zu untersuchen für Mose, kamen sie zurück. 10 von ihnen sagten, oh, was Gott sagte und verheißen hat, ist alles richtig, aber aufgrund der Riesen können wir das Land nicht einnehmen und aufgrund der mächtigen Armeen, die dort sind. Aber Josua und Kaleb waren die einzigen, die gesagt haben, wir haben genau dasselbe gesehen, wir stimmen überein mit den anderen 10 und mit ihrer Einschätzung, aber wenn Gott mit uns ist, ist nichts unmöglich, denn wir können das Land einnehmen. Jetzt hatte Josua die Aufgabe übertragen bekommen, das auszuführen, was er 40 Jahre zuvor gesagt hatte. Denken Sie daran, dass 40 Jahre vergangen sind. Und jetzt ist er der Befehlshaber der Kinder Israels. Und ich war mir immer der Sache bewusst, dass es eine bestimmte Abfolge gibt. Josua hat 2 Männer losgeschickt, um Jericho auszuspionieren. Und wir alle kennen die Geschichte, wie diese beiden Männer hineingingen und leider ertappt wurden. Und dann hat Rahab, die Hure, man kann sie ja nicht anders bezeichnen, hat sie dann verborgen in ihrem Haus, versteckt und hat dann die verfolgenden Kräfte in die falsche Richtung geschickt. Sie alle kennen die Geschichte. Und das Ergebnis war, dass Rahab eine Verheißung gemacht worden ist, dass sie und ihr ganzer Haushalt, ihr ganzes Haus befreit werden würden, wenn die Israeliten einziehen würden. Und was mich wirklich hier interessiert ist, was sie sagt und was andere sagen, sie sagt hier, das ist in Kapitel 2, in Vers 10, es beginnt genau genommen schon in Vers 9, sie sagte den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt, vor euch Israeliten. Denn wir haben gehört, und das ist interessant, ich lese das hier, was in Vers 10 steht, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was mit den beiden Königen der Amoriter geschehen ist. Jetzt stelle ich den Kontext her, und ich habe es noch nie vorher genau aus diesem Blickwinkel gesehen. Natürlich kenne ich die ganzen Umstände. Die Kinder Israels überquerten den Jordan, sie kamen nach Jericho, und dann haben sie Jericho eingenommen. Ich habe es immer gesehen als ein großartiges Wunder, wie dann die Mauern einstürzen. Sie kennen die Geschichte, wie Jericho eingenommen worden ist. Aber was ich noch nicht im Kontext gesehen hatte, ist, was Rahab sagte, was sie den Männern sagte, dass es die Tatsache war, dass sie erlebt hatten oder davon gehört hatten, dass die Kinder Israels durch den Jordan gezogen waren, auf trockenem Boden.
Mose führte die Kinder Israels durch das Rote Meer. Wenn Sie sich das genau anschauen und sehen, was hier beschrieben wird, dann finde ich das extrem interessant, weil erst in Kapitel 3 entfaltet sich die gesamte Geschichte. Da wird uns erst klar, was wirklich passiert ist. Rahab spricht eigentlich in Kapitel 2, aber in Kapitel 3 sehen wir, was daraus geworden ist. In Vers 5 sagt Josua zum Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen. Das ist bedeutend, denn was geschehen wird, ist nicht nur für Israel gedacht, sondern es geht darüber hinaus. Denn er sagt, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Das herausragende Wunder bei Mose war die Durchquerung des Roten Meeres. Aber was wir hier sehen, ist, dass Josua im Gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt, etwas weissagt, und zwar ein weiteres Wunder. Und er spricht in Vers 10 davon, Josua 3, Vers 10, und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter und so weiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. Dann wird ihnen geboten, dass sie 12 Steine mit sich nehmen sollen. Und in Vers 14, als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen, und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen, und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, und jetzt sage ich noch etwas quasi in Klammern, denn ich weiß, manche von Ihnen sagen, nun, manchmal war der Jordan ja sehr ausgetrocknet. Glauben Sie mir, zu biblischen Zeiten führte dieser Fluss Jordan weitaus mehr Wasser als heutzutage. Denn damals führte der Jordan viel Wasser und speiste damit das Tote Meer, und das Tote Meer hatte einen hohen Wasserstand. Heutzutage entnehmen alle das Süßwasser aus dem Jordan, und deswegen ist der Pegel des Toten Meeres sehr gefallen. Zu biblischen Zeiten war der Jordan breiter. Und hier steht wortwörtlich in Vers 15, und zwar in Klammern: Der Jordan aber war überall über die Ufer getreten, während der ganzen Zeit der Ernte. Also es ging nicht nur darum, zu einem ausgetrockneten kleinen Fluss zu kommen und den zu durchqueren. Hier war das ein Fluss, der besonders viel Wasser führte. Vers 16, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam, die neben Zartan liegt, aber das Wasser zum Meer der Arava hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho, und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf dem trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Dann gingen auch die Priester an das jenseitige Ufer. Wir wissen, dass zwei Dinge geschehen sind, genau genommen drei Dinge. Zunächst einmal, was ich sehe, ist, genau wie unter der Leiterschaft von Mose das größte Wunder die Durchquerung des Roten Meeres war, das hat nicht nur den Weg zur Freiheit gebahnt, aber wie Sie wissen, hat dieses Wunder des Roten Meeres die ägyptische Armee zerstört, vernichtet, ich muss Sie daran nicht erinnern. Sie wissen das sicherlich genau, die ägyptische Armee war damals die größte Armee der Welt und sie wurde zerstört. Nicht nur wurden die besten Soldaten umgebracht, sondern auch sämtliche Streitwagen. Also war die Durchquerung des Roten Meeres ein bedeutendes Wunder. Aber was wir jetzt vorliegen haben,
ist ein sehr ähnliches Wunder. Der Jordan steht zwischen Israel und dem verheißenen Land, nicht nur zwischen Israel und Jericho. Mein Hauptaugenmerk war immer darauf gerichtet, dass Jericho das Problem war, diese befestigte Stadt. Aber das war nicht das einzige Problem. Wie sorgt man dafür, dass dieses große Volk, es wird geschätzt, dass sie wahrscheinlich mehr als 2 Millionen Leute waren zur damaligen Zeit, mit all ihren Kindern und mit allem Gerät und mit allen Schafen und Rindern, wie schafft man es, dass sie durch diesen schnell fließenden, überfluteten Fluss hindurchkommen? Und dann geschieht dasselbe Wunder, dass durch ein Wunder Gott das Wasser stoppt, damit sie auf trockenem Boden hindurchgehen konnten. 2 Dinge geschahen. Einmal wurde ihnen geboten, dass die Israeliten einen aus jedem Stamm auswählen sollten. Sie sollten 12 Steine mitnehmen und sie sollten dann sich in den Fluss stellen und wie Josua sagt, damit, wenn eure Kinder, in der Zukunft eure Kinder und eure Enkelkinder euch fragen werden, was haben diese 12 Steine zu bedeuten, damit ihr dann sagen könnt, das ist eine Erinnerung daran, dass Gott mit uns ist. Er hat das Wasser des Jordan aufgehalten. Er hat dafür gesorgt, dass wir trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Gott hat uns versprochen, das Land in unsere Hände zu geben. Diese 12 Steine hatten also für Israel in kraftvoller Weise einen Beweischarakter. Aber ich habe bereits Ihnen vorgelesen, was Rahab sagte, und das ist sehr interessant, wenn wir jetzt das Kapitel 5 lesen, und in Kapitel 5, als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren. Ich meine, wie lange wird das wohl gedauert haben? Ich meine, hier geht es nicht darum, dass eine Handvoll Leute mit Sack und Pack da rübergezogen sind innerhalb von einer Stunde oder so. Das muss ungefähr, denke ich, mehr als einen Tag gedauert haben. Mit all diesen vielen Menschen oder vielleicht sogar eine ganze Woche lang. Aber Tatsache ist, dieses Wunder war ein so großes Wunder, dass es hier heißt in Kapitel 5, als nun alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da ist von einem gewissen längeren Zeitraum die Rede, da verzagte ihr Herz und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Also war es Tatsache so, dass das Wunder der Überquerung des Jordan für Josua und Israel genauso bedeutend sein sollte, wie der Durchzug durch das Rote Meer im Leben von Mose gewesen ist. Und ich sehe hier etwas sehr Bedeutendes. Es ist für mich wirklich sehr bedeutsam. Ich kenne mich sehr gut mit Jericho aus und weil ich ja sehr viele Jahre in Israel war, immer wieder, war ich wahrscheinlich hunderte Male in Jericho. Und es gibt immer noch die Überreste. Es gibt die moderne Stadt Jericho, aber es gibt auch die Ruinen der alten Stadt, die im Übrigen nach ihrer Zerstörung niemals wieder aufgebaut worden ist. Und es lag natürlich ein Fluch auf dieser Stadt. Wenn ich mich recht entsinne, bestand der Fluch darin, dass der älteste Sohn desjenigen, der versuchen würde, die Stadt wieder aufzubauen, sterben würde. Tatsache ist, dass der Fall der Stadt Jericho ein phänomenales Wunder darstellte, wie die Israeliten 6 Tage lang um die Stadt herumziehen mussten und dann die Schofarhörner blasen mussten und am 7. Tag mussten sie 7-mal herummarschieren und dann in die Hörner blasen. Ein Teil des Wunders war, dass Rahab gerettet wurde aufgrund der roten Schnur in ihrem Fenster. Da ist so viel Bedeutung darin. Die rote Schnur spricht natürlich von dem Blut Christi, von Errettung. Und das Interessante ist, und ich denke, manchmal müssen wir in diese Richtung
Richtung beten und diese Dinge im Gebet vor den Herrn bringen. Es ging um die ganze Familie. Die Absprache war, mit den zwei Kundschaftern, nicht nur Rahab, sondern auch ihre Schwestern und ihre Eltern, die ganzen Familien, alle Mitglieder des Hauses würden gerettet werden. Und ein größeres Wunder war, wenn wir bedenken, dass das Haus Rahabs direkt auf der Stadtmauer war. Also, die Mauern sind zusammengefallen. Was für ein großes Wunder, dass Rahab und ihre Familie gerettet worden ist. Ob sie schnell rauskamen oder was auch immer, keine Ahnung. Aber da steckt auch noch ein großartiges Wunder drin. Was ich hier in besonderer Weise sehe, ist, dass immer und immer wieder, dass Gott die Bedeutung der Wunder einsetzt, um Angst in die Herzen der Feinde hineinzubringen. Und wissen Sie, ich denke, wir erleben das nicht immer. Ich erlebe das in meinem eigenen Dienst. Die vielen Wunder, die ich erlebe, wie Sie wissen, es sind nicht nur Heilungswunder, dass Regen und Stürme gestoppt werden, das gibt es auch, alle möglichen Dinge, praktisch ausgerichtete Wunder. Aber wie bei dem Durchzug durch das Rote Meer und bei der Durchquerung des Jordan, das war ein Beweis für die Ungläubigen, genauso wie eine Stärkung für die Israeliten. Und was Gott tun muss, und das ist offenbar sehr oft der Fall, er muss Wunder tun, um unseren Glauben aufzubauen und auch, um unsere Feinde zu verschrecken. Und wenn wir uns die Situation der Kirche heutzutage anschauen, wo es Verfolgung gibt, wo Christen verfolgt werden in der ganzen Welt, auch in Großbritannien, und die Art und Weise, wie die Kirche sich von der Autorität der Schrift abwendet und wie sie Dinge annimmt, die dem Wort Gottes widersprechen, die in der Schrift verboten werden und wie das gelehrt wird und angenommen wird, was wir wirklich heute brauchen, ist eine Rückkehr zu der Kraft Gottes, dass das eine Demonstration ist für die Gläubigen, der Wahrheit und der Kraft des Wortes Gottes und auch gegenüber den Ungläubigen. Heute gibt es keine Furcht Gottes mehr. Das ist wirklich, ich komme immer wieder auf das zurück, was Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Was wir heutzutage brauchen, ist eine Überführung des Heiligen Geistes und von der Gerechtigkeit Gottes. Und wo Mose oder vielmehr Josua in diesem Fall sagen muss zu den Kindern Israels, heiligt euch. Die New International Version sagt, sondert euch ab, heiligt euch vor dem Wunder. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde heutzutage ein größeres Maß an Heiligung und an Absonderung brauchen, in der Erwartung, dass Gott antworten und handeln wird, aber Gott muss in der Gemeinde handeln, denn die Gemeinde musste gehorsam sein, die Israeliten mussten gehorsam sein, sie mussten tun, was Gott ihnen gesagt hat, und denken Sie daran, dass Josua tatsächlich weissagte. Und er sagte, was Gott ihm bereits gesagt hat, wenn die Priester im Wasser stehen werden mit der Bundeslade, dann wird das Wasser stehen bleiben. Er sagte, Gott würde es tun, und zwar vorab. Wir brauchen das in unserem Leben als Christen und auch in der Gemeinde, ein Gespür dafür, was Gott tun kann und nicht nur tun kann, sondern was er tatsächlich tun wird. Manchmal gehört das zu meinem Dienst, dass Dinge bestätigt werden müssen, wo ich dann sagen kann, Folgendes kann Gott nicht nur tun, Gott wird es tatsächlich tun. So geschah das, bevor sie die Stadt Jericho einnehmen konnten, musste dieses Wunder der Überquerung des Jordan geschehen, was so viel Angst in die Herzen der Menschen brachte, in einem solchen Maße, wie sie wissen. Was sie dann taten war, sie haben die Stadtmauer dicht gemacht und sie wollten sich selbst verteidigen, weil sie jetzt Angst hatten, nicht nur
Angst vor den Israeliten, sondern Angst vor dem Gott der Israeliten. Und heute möchte ich Sie herausfordern, wir sollten so stark im Glauben sein und so stark darin, Wunder zu erleben, dass die Ungläubigen tatsächlich spüren und erleben würden, dass die Kraft Gottes wirkt, dass sie Angst haben würden und dass die Kraft Gottes auf sie kommen würde und sie überführt werden würden. Und wir brauchen das, wie Jesus sagte, dass der Heilige Geist überführen wird und wir erleben keine Überführung in der Gemeinde. Wir hätten keine Sünde in der Gemeinde, wenn wir überführt wären von der Gerechtigkeit und von dem Gericht Gottes. Bis wir diese Überzeugung und Überführung in der Gemeinde haben, wie soll in der Welt Überführung geschehen? Ich möchte, dass Sie die Herausforderung begreifen. Vielleicht muss ich das noch fortführen. Aber ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Dieses doppelte Wunder, die Durchquerung des Roten Meeres mit Mose und die Überquerung des Jordan mit Josua. Denn Gott sagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Und das ist die heutige Herausforderung. Der Gott von Mose und der Gott von Josua ist mit ihnen, wenn sie stark bleiben und an der Verheißung festhalten. Gott segne sie. Es ist gut, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, zu Ihnen zu sprechen, denn in unserem Dienst brauchen wir Ihre Hilfe und Ihre Unterstützung im Gebet. Ich werde das ganz direkt sagen, ohne Gebet können wir nichts erreichen. Ich habe das in meinem Leben gelernt und ich weiß, ich bin so dankbar, weil ich mich verlassen kann auf Ihre Gebetsunterstützung. Wir haben auch eine große finanzielle Not, denn aufgrund der Covid-Schwierigkeiten sind unsere Einkünfte zurückgegangen. Aber wir brauchen mehr, denn was tatsächlich jetzt passiert ist, all diese Veranstaltungen, die aufgeschoben worden sind aus dem Jahr 2020, müssen 2021 und 2022 nachgeholt werden. Mit anderen Worten, um aufzuholen, müssen wir doppelt so viel tun und wir werden das doppelte Einkommen brauchen. Bitte helfen Sie uns. Sie wissen, was wir tun. Unsere Arbeit wird fortgesetzt in Israel, in Polen, in der Ukraine und in Zentralasien. Gott hat uns eine brennende Leidenschaft gegeben. Abgesehen von der Weissagung, die ich Ihnen noch mitteilen werde, dies ist die praktische Seite. Bitte helfen Sie uns. Bitte spenden Sie etwas und spenden Sie mit einer aufopferungsvollen Haltung, denn wir müssen nicht nur das Defizit vom letzten Jahr wieder hereinholen, wir brauchen eine doppelte Portion. Kommen Sie, eine doppelte Portion für 2022. Dankeschön.